So, wie im Hintergrund zu erkennen ist, sind wir gerade in nicht mehr so warmen Gefilden, sondern in unserer Heimatstadt in Weinheim und statten unserer guten Freundin und Lieblingsfriseurin im besten Friseurladen der Welt einen Besuch ab und sagen guten Tag. Guten Tag. Herr Reichspazier, mein Kopf sauber. Uns ein bisschen was gegönnt zu Weihnachten. Roomtour! Wohnküche. Mit kleinem Pool. Man hört es, wir freuen uns ein bisschen. Könnte schlimmer sein. Aus Kotau. Wir haben jetzt Freitag, den 4. Januar, 10 Uhr Ortszeit und wir warten auf Habuk, den Sturm, der heute Abend jetzt erst bei uns eintreffen soll. Man sieht aber im Hintergrund schon am Hafen von Mai Hat ab hier. Ja, die See ist ein bisschen grauer. Ja, aber der Taifun hat sich abgeschwächt zu einem Tropensturm. Heute Abend um 19 Uhr soll hier so der Peak irgendwann ankommen. Wie es aussieht auf einer App, auf der wir geguckt haben,
kommen wir eigentlich mit einem blauen Auge davon, aber wir sind sowieso weit oben auf dem Berg, also ich denke nicht, dass uns irgendwas passieren kann. Wir fühlen uns relativ sicher. Wir werden berichten. Es ist jetzt 2:30, die Wellen werden deutlich höher. Sieht man hier auch. An der kleinen Insel. Ich arbeite. Dass wir auch zu Hause bleiben können. Eigentlich schon, aber zu Hause wäre es nicht so warm gewesen. Das stimmt. Das ist der letzte Abend in unserer paradiesischen Unterkunft. Morgen geht es für uns weiter nach Koh Phangan oder zurück nach Koh Phangan. Da haben wir uns ein kleines süßes Bambus-Bungalöchen eingemietet. Aber es geht weiter. Es gibt nichts, wo der Daniel im Stroh fährt.